Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In einem von meinen letzten Projekten habe ich ja versucht, würde ich mal sagen, mir einen Bohrerschrank zu bauen. Der sollte hier hinkommen, aber da gab es ein paar Probleme und aus dem Bohrerschrank wurde kein Bohrerschrank, aus dem Bohrerschrank wurde das. Wie gesagt, das hat leider nicht funktioniert. Da habe ich mir dann stattdessen einfach ein schönes Regal für meine Drechselutensilien gebaut. Ist auch ein eigenes Video, findest du auf meinem Kanal oder hier oben rechts auf dem i. Eigentlich das Problem bei dieser ganzen Sache war die Position. Ich wollte vorne unbedingt eine Türe dran bringen und aus dem Grund hätte ich dann hier die Bandsäge wegräumen müssen. Da gab es aber halt nur das Problem mit der Bandsäge, die hätte ich nirgendwo anders hinräumen können, weil ich in meiner Werkstatt keinen Spot habe, wo die so gut steht, wie sie jetzt hier steht. Aus dem Grund werde ich mal was anderes einfallen lassen, das habe ich auf YouTube noch nicht so wirklich gesehen. Aber deswegen mache ich es jetzt. An der Wand mit den ganzen Gegenständen kann man so die Lösung in etwa schon so ein bisschen sehen. Und das ist hier dieser Schwenkarm. Das Ganze will ich ein bisschen modifizieren. Noch mit einer coolen, feinen Kleinheit, damit man das Ganze noch besser erreichen kann. Denn das ist nämlich noch eine Gefahrenquelle. Das ist hier diese Kurbel. Da muss ich ein bisschen schauen, wenn die Bohrer ganz hinten sind und ich muss mich immer ganz nach vorne lehnen, will ich hier nicht irgendwie unbedingt nah mit meinem Kopf rankommen, dass ich mir da kein Auge raushaue. Also fangen wir jetzt einfach mal an. Machen wir erstmal ein wenig Kultur. Für die Leute, die es interessiert, das hier sind übrigens Distanzhölzer, wenn ich mir zum Beispiel sägeraues Holz markiere. Das hier ist nämlich für Flaschenöffner. Da mache ich mir ganz gerne, wenn ich eh so ein Teil mache, eine Schablone, mache ein Loch rein, dann kann ich für die nächsten Flaschenöffner wieder hier diese Schablone benutzen. Dasselbe gilt auch bei diesen USB-Stücken. Das ist für Schalenrohlinge, wenn ich sie hier auf der Bandsäge zum Beispiel runterschneide. Ist ganz praktisch. Das war leider auch schon 100 Jahre hier. Geile Sache. Das hier sind übrigens Trommelstücke oder Sticks, die noch mein Großvater getrickselt hat. Das hier brauchen wir nicht mehr. Bei der Gelegenheit mache ich auch gerade mal hier dieses Zeug weg. Das ist als Information, das ist Riemenpech. Das habe ich damals benutzt, als ich noch meine alte Drechselbank hatte. Das sieht man auch hier so ein bisschen. Da ist hier noch das ganze Schmierfett von der alten Drechselbank dran, von der Transmission. Und das hier sind noch übrigens die Ankerstäbe, wo dann das Gelege, Verlege oder ich glaube so heißt, montiert war. Da wurde es einmal warm, da wurde das Zeug flüssig. Und jetzt kommt's ab. Als Information, Riemenpech hat man benutzt, das war ein Adhäsionsmittel, damit der Riemen nicht so arg gespannt werden muss. Und das Riemenpech verhindert einfach, dass der Riemen dann durchrutscht. Das ist wie Riemenspray, das kann man auch beim heutigen Auto immer noch auf den Keilriemen machen, damit er beim Fahren, bei Regen nicht so quietscht. Wir haben uns hier zwei Massivholzteile hergestellt, die sind noch relativ stark, weil dort später quasi eine Stange drin sein wird und das hier sind quasi sowas wie die Lagerböcke. Ich habe mir auch schon die Bohrposition markiert und da muss jetzt noch ein Loch rein, damit hier später unser Drehpunkt, den wir auch gleich noch herstellen müssen, hier drin laufen kann. Ich habe hier ein schönes Stück Eiche, das hat ja sehr, sehr große Risse und viele Risse und aus dem Grund liegt sie jetzt auch schon mehrere Monate bei mir in der Werkstatt. Ich denke, ich werde mal probieren, hier dieses Stück zu verdrechseln, werden wir ja sehen, ob es dann zu viele Risse hat oder ob es doch funktioniert. Das können wir einspannen. Ich bin mal gespannt, wie gut es sich drechseln lässt. Vor allem hier ist noch ein Ast. Aber immerhin ist das Holz hier auf der Seite gut. Jetzt schärfen wir das noch schnell.
Hier seht ihr jetzt eine Violette, die habe ich auch in einem eigenen Video gebaut, das habe ich euch auch gezeigt. Und damit könnt ihr halt eben längere Gegenstände auf der Drechselbank drechseln, ohne dass ihr halt Probleme mit den Vibrationen habt. Und das ist ein eigenes Video, das verlinke ich euch auch oben rechts im Eck. Ihr seht, ich habe hier auch zweimal so ein bisschen falsch gelegen. Soll mich jetzt aber nicht weiter stören. Ich werde jetzt das Teil weiter runddrehen. Wenn dir dieses Projekt gefällt und du mehr davon sehen möchtest, würde ich mich über deine Unterstützung freuen. Also lass doch gerne ein Abo da. Der Stab ist jetzt fertig und einige werden jetzt sagen, hey Philipp, das war doch eben Eichenholz. Ja, mit dem Eichenholz hat es leider nicht so gut funktioniert. Das ist gebrochen in der Mitte. Aber jetzt habe ich hier eine schöne Walze aus Buchenholz. Wir müssen hier ein Loch einbohren, damit wir das dann später auf unseren Posten, den wir gedrechselt haben, dann noch stecken können. Und das müssen wir uns erstmal ausmessen. Wir werden jetzt den Halter mal teilweise zusammenbauen. Diese Teile hier werde ich euch gleich zeigen. Ihr seht schon hier eine Klemme. Und die müssen wir uns jetzt noch ausschneiden. Ich habe jetzt einen Schwenkarm mal reingemacht und diese Klemmen, die werde ich jetzt einmal festdrehen, damit man es mal an die Wand bekommt. So, das Teil können wir jetzt endlich mal an die Wand schrauben. Ich bin gespannt, wie das so kommt. Gut, schön. Cool, ich habe es schief an die Wand geschraubt. Super. Und eigentlich ist unser Bohrregal schon fertig. Nur so als Information, hier die Löcher, die ich gebohrt habe, das sind außen sind das 10 mm dicke Löcher und in der Mitte sind das in den meisten Fällen 15 mm und einmal sind es noch 13 mm. Da habt ihr einfach so ein bisschen die Variation, dass ihr vorne einfach die kleinen Bohrer reinmachen könnt, auch gerade so die 4-5 mm Bohrer, ohne dass ihr dann 15er Loch habt, dass die Bohrer ganz schräg drin sind. Das ist super praktisch. Und zum anderen könnt ihr dann, wenn ihr dickere Bohrer habt, könnt ihr die einfach eine Reihe in die Mitte setzen und könnt die dann dort einsetzen. Was ich jetzt hier an manchen Stellen gemacht habe, ich habe da einfach dann Bohrer, die ich zweimal habe, die habe ich da hinten dran gesetzt. Da habe ich direkt dort den gleichen Bohrer nochmal, falls die andere mal wegkommt. Ganz klarer Vorteil bei diesem Bohrregal ist jetzt definitiv, dass ich das an die Wand bringen kann, dann stört es gar nicht. Ich werde die Bohrer von links nach rechts hier anreihen, anordnen.
und werde dann auch wahrscheinlich in den meisten Fällen, wie beim normalen Bohrregal, hier die Bohrer runterholen. Aber ihr seht, ich habe hier noch mehr Reihen und ganz hier hinten sind Bohrer und ganz hier oben sind Bohrer. Und da habe ich dann jetzt einfach den richtig guten Vorteil. Ich kann es ausklappen und dann würde ich schon hier vorne dran kommen. Und dann kann ich es noch rausziehen und dann komme ich wirklich ganz entspannt hier hinten dran. Was jetzt noch cool ist, ist einfach, dass ich das Teil komplett rausholen könnte und dann zum Beispiel an der Werkbank bohren könnte. Richtig feine Sache, das fällt mir richtig gut. Hier oben habe ich jetzt ein paar Forsterbohrer und das Quietschen werde ich jetzt erstmal nicht beheben. Ich werde es erstmal noch so belassen. Hier habe ich die Forsterbohrer und da oben werden wahrscheinlich Holz- oder Metallbohrer hinkommen, die ich relativ selten nutze. Die werde ich dann einfach ganz da oben hin verstauen. Jetzt zeige ich dir aber noch eine coole Sache, die ich vor ein paar Wochen kennengelernt habe. Das hier ist ja meine Schleifstation. Hier vorne dieser Doppelschleifer ist für Drechseleisen gedacht oder für Drehmeißel. Aber ihr seht hier hinten noch einen anderen Schleifer und da habe ich mir nämlich hier dieses feine Teil dran gebaut. Ich weiß noch nicht, ob das Video hier zu dieser Schärfstation online ist. Da gibt es zwei Videos, da zeige ich euch einmal, wie ich das Ganze hier gebaut habe und einmal noch, wie ich dann alle Vorrichtungen benutze. Aber die Bohrerschärferrichtung werde ich euch in dem Video hier auch nochmal zeigen. Mir ist aufgefallen, dass es mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch geht. Man hat viele, viele Bohrer. Die hat man dann irgendwann nicht mehr in der Kassette, weil die Kassette einfach schlecht war. Dann wurden die einfach stumpf, dann hatten die Schaden, dann hat man sie nicht mehr benutzt. Aber wegwerfen tut man die in den meisten Fällen ja doch nicht. Deswegen sammelt sich so über die Zeit, sammeln sich da viele Kisten an, wo da noch Bohrer drin sind. Hier sind jetzt nicht mehr so viele drin, weil ich da schon einige wieder scharf gemacht habe. Aber genau dafür ist halt eben diese Schärferrichtung richtig gut. Damit könnt ihr eben Bohrer nochmal schärfen. Das zeige ich euch mal noch ein extremeres Beispiel. Hier seht ihr meine Metallbohrerkassette. Die habe ich wirklich schon richtig lange. Okay. Und hier seht ihr auch, dass ein paar Bohrer fehlen. Gut, hier die habe ich jetzt eben so eine Verwendung gehabt. Die habe ich schon einsortiert. Auf jeden Fall seht ihr hier, dass dieses Bohrerset schon ziemlich runtergedatscht ist. Und das konnte ich auch schon eine lange Zeit nicht mehr benutzen. Aus dem Grund habe ich mir dann irgendwann noch ein Bohrerset geholt. Und da ist halt irgendwann auch nicht mehr so wirklich viel drin gewesen, weil ich auch keinen Bohrerschrank hatte. Dazu sind mir die Bohrer dann oft nach vorne rausgefallen, weswegen ich sie dann irgendwann nicht mehr richtig einsortiert habe. Sieht ein bisschen schlampig aus, ich weiß. Aber deswegen habe ich mir auch diesen Bohrerschrank jetzt endgültig mal gebaut. Und diese Kassette hier, die habe ich zum Beispiel komplett nochmal neu geschliffen. Und kann aus dem Grund diese alten Bohrer jetzt nochmal super benutzen. Ich werde jetzt einmal mal diese Schärferrichtung zeigen, wie die funktioniert und mache das anhand von einem kaputten Bohrer. Hier seht ihr einen Bohrer. Ich hoffe, ich kann es mit der Kamera einigermaßen gut einfangen. Ich drehe den mal so ein bisschen. Da seht ihr, dass die Schneide komplett verschliffen ist und dass man damit nicht mehr so gut bohren kann. Das hier macht man, oder in den meisten Fällen habe ich das hier so gemacht, wenn vorne eine Schale drin war. Ich musste jetzt ein Loch bohren. Da habe ich das Ding einmal über einen Bandschleifer gezogen. Und habe dann dieses eine Loch gebohrt, aber der Bohrer ist halt eigentlich für mehrere Löcher nicht mehr so wirklich gewappnet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich so der Einzige bin, der das so gemacht hat. Wie gesagt, ich kann nicht so gut die Bohrer freihand schleifen, weil ich habe jetzt eh nicht lang einen Doppelschleifer. Den habe ich jetzt seit ein paar Wochen wieder hier. Davor hatte ich nicht mal einen Doppelschleifer. Davor habe ich das Ganze, wie gesagt, immer Bandschleifer gemacht. Aber was nicht nur an... oder was mir an vielen Bohrern mittlerweile schon passiert ist, das kennen bestimmt auch viele von euch, das ist, wenn ihr das Ganze in den Akkuschrauber einbohrt, in den Akkuschrauber einspannt oder in der Säulenbohrmaschine und das Ding dreht durch, dann habt ihr hier irgendwann solche Riefen. Die werde ich jetzt als erstes mal wegmachen, denn mit denen kann man die auch nicht mehr so schön einspannen und das ist einfach ein bisschen doof. Das Ganze schleife ich als erstes an diesem Doppelschleifer, da werde ich es mich noch einmal polieren. Und das Polieren mache ich nicht nur aus Juxenbollerei. Manchmal hat man noch solche Bohrer und dann kann man hier einmal nochmal drüber gehen. Dann sieht man auch nochmal, welchen Durchmesser das Ganze hat, weil das ist ja bei vielen Bohrern auch eingeprägt. Das kann ich dann an diesem Doppelschleifer hier machen und kann hier einfach den Schaft wieder so ein bisschen sauber bekommen. Dann haben wir hier unsere Bohrerschärferrichtung. Die ist einstellbar. Da befindet sich hier in der Holzplatte eine M6er Einschraubmutter. Die habe ich von einem Flaschenöffner abgeschraubt. Und so kann ich erstmal den grundsätzlichen Abstand hier dazu bestimmen. Der muss jetzt aber nicht so nah ran. Und dieses Teil kann man rausholen. Da sitzt hier drin relativ stramm. Von Zeit zu Zeit gebe ich da ein bisschen Silikonspray drauf, damit es wieder ein bisschen besser rutscht. Und dann muss man zunächst hier unten den Winkel einstellen. Ich sage es euch nur einmal, damit ihr es direkt wisst, falls ihr euch auch so ein Ding holt. Da steht, wenn ihr einen normalen Bohrer schleift, der hat 118 Grad, dann müsst ihr das hier auf 59 Grad stellen.
Dann haben wir noch hier diese Einstellvorrichtung. Damit können wir einfach gleich den Abtrag einstellen. Den stelle ich jetzt einfach mal wieder ganz runter. Dann haben wir noch eine weitere Einstellhilfe. Das ist hier vorne dieses Teil. Das benutze ich gar nicht, weil ich es ein bisschen umständlich finde. Das braucht man auch eigentlich nicht, wenn man so ein bisschen das Ganze mit dem Auge einschätzen kann. Dann machen wir als nächstes mal den Bohrer hier rein. Und in welcher Drehung muss der Bohrer hier reinkommen? Das lässt sich eigentlich relativ einfach beschreiben. Ihr habt hier grundsätzlich auf eurer Schneide so eine leichte Rundung. Und wenn ihr das Ganze einspannt, macht das am besten wie folgt. Schaut, dass die Schneide genau senkrecht steht und dreht sie dann in etwa so ein ganz klein bisschen nach rechts, damit ihr so in etwa 3 bis 5 Grad habt, so schätzungsweise. Also, so mache ich es dann immer. Setzt die Schneide ganz senkrecht an. Kurz, ich muss noch ein bisschen näher an den Doppelschleifer. Die Schneide muss ganz senkrecht stehen und dann so ein ganz klein bisschen mit dem Uhrzeigersinn drehen. Ne, warte. Rechts rum drehen, damit ihr dann die Schräge drin habt. Dreht das dann hier einfach so handwarm fest und dann könnt ihr den Doppelschleifer eigentlich schon einschalten. Könnt ein bisschen beistellen. Ihr habt ja auch den Vorteil, dass das Ganze so ein bisschen beweglich ist. Das bedeutet, wenn ihr zu viel beistellt, dann drückt sie schon ein bisschen nach hinten. Aber das Ganze bleibt in etwa gleich stark, wenn ihr das Ganze schleift. Jetzt hier, jetzt haben wir die eine Seite der Schneide geschliffen. Das Ganze ist auch nicht großartig warm. Und ihr seht einfach, dass es gleichmäßig ist. Wir haben hier die Rundung. Was wir jetzt natürlich noch nicht haben, ist der Mittelpunkt. Das Ganze ist jetzt in die eine Richtung übergeschliffen. Das bedeutet, ihr müsst einfach das Ganze später rüberschleifen, damit ihr wieder den Mittelpunkt habt. Das stelle ich mir jetzt auch schnell ein. Der Bohrer ist eingespannt. Wir können jetzt bohren. Das noch einmal mit ein bisschen mehr Drehzahl. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und das soll es auch heute mit dem Video gewesen sein. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du dieses System kennst, weil ich habe das jetzt auf YouTube noch nicht so wirklich gesehen. Ich finde es aber sehr, sehr cool, weil es ist eigentlich ein normaler Schrank, aber ihr habt halt immer noch die Möglichkeit, dass ihr euch, wie gesagt, die Bohrer zu euch holen könnt, wenn die ein bisschen schwer zu erreichen sind. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao.